It's over. Oh mein Gott, Bossfight, glaube ich. Ich glaube, das ist das Ende. Sick games are over. You're not gonna get a trial you can weasel your way out of. Pleading insanity. All those people you killed. I won't let you kill again. Hello, Melissa. If you're hearing this, you survived your test. You have forgiven Tab, the man responsible for your husband's death, the man you obsessed over as your life fell into pieces. Your son is now in my care. If you want him to live, you will have to play a game. Follow the instructions provided for you. All you have to do to see your son again is keep Detective Tab on track. To make sure you follow the rules, I have temporarily removed your ability to speak. When the clock strikes six, you will be free of this place, but watch your step, or you will meet the same fate as your late husband. Live or die. Listen. Zeit. Eine andere Alte, das war aber auch klar. Der Kerl ist eigentlich einfach nur bekannt. Boah, gib doch mal kurz vor. Ich glaube, bei Frieden bist du echt einfach nur, das ist für alle zu Ende. Ich glaube, jeder normale Mensch würde auch das tun. Aber nur weil er rausfinden will. Danach wird man am Ende der Kerl einfach nur köpfen. Für die Zuschauer. Lass mal eben Freedom gucken, was dabei rauskommt. Stimmt. Das ist bestimmt das gute Ende. Und das wird jetzt der Bonus-Track. Schreiben wir noch hin, das Bonus. Ich kann ein bisschen schneller laden jetzt mal. So, das Spiel ist Ende, wir machen jetzt nicht mehr noch gleich. Ja, so. Jetzt passiert genau das gleiche. Dann werde ich sehr laut lachen. So. Nee, du bist schon in Cruise gegangen. Bin ich schon? Scheiße. Stimmt. Ja. Dann müssen wir noch zwei zurück. Oder eins. Erstmal eins zurück. Geh mal zwei zurück. Ich kann nicht einen vorgehen. Ja. So. So. Jetzt werden wir sehen, was in Freedom steckt. Ich frage mich wirklich, welche Enden wollen. Was ich sehr gut fand, dass am Ende nicht mehr diese nervigen Kerle, die auch diese Dinge hatten. Klar. Ja, die werden jetzt echt voll auf die Mühe sehen. Was
zum. Jawohl. Er ist in seiner Wohnung. Ja, das war doch auch ein Film. Dass der so verrückt danach war. Mhm. Ja, der ist freigekommen. Und sucht ihn immer noch. Jetzt begeht der Selbstmord. Ja, bei Freiheit im Tod. Nimmt den schnell, der sind die Kleber auf. Geht schneller. Was zum? Das ist schlecht. Der Fernseher geht an und das ist der Abspann vom Film. Also im Fernseher sieht aber viel geiler aus. Ja, das hat einen coolen Unterschied. Hm. Was war jetzt realistischer? Kann man beides schon irgendwie nachvollziehen. Ich muss sagen, das Ende ja. Man kann beides irgendwie nachvollziehen, aber das ist echt besser. Ja. Also muss man dann nicht noch 10 Minuten weiter rumrennen. Weil das einfach nur scheiße ist, der sich alles nur ausgedacht hat. Jawohl. Vor allem, der stand echt fast 20 Meter von dem Fernseher entfernt. Aber trotzdem, er hat auch in die andere Richtung geschossen, aber trotzdem spritzt Blut gegen den Fernseher. Wie absurd. Ja. Irgendwie freuen wir uns ja schon, dass es das war. Wir sind froh, dass es endlich vorbei ist und werden dann auch bald hoffentlich mit dem neuen. Wir geben Bescheid, sagen wir mal so. Auf unserem Kanal geben wir dann Bescheid. Ja. Ihr werdet ja sehen, was mit uns passiert. Ja, vielleicht können die Leute ja vorschlagen, was wir spielen. Genau. Wenn wir etwas spielen sollen, dann. Schreibt mal ein bisschen was. Genau, schreibt einfach ein paar Kommentare, was ihr sehen wollt. Genau. Abonniert uns, kennt ihr ja. Und weiterhin noch viel Spaß bei unseren Videos. Genau, und mögt uns. Wir sind fantastisch. Stimmt. Bis bald.